Das, was ich jetzt erkläre, ist nicht kompliziert und trotzdem macht man es leicht falsch, wenn man es sich gerne falsch vorstellt. Die Sattlernaht ist eine traditionelle Technik, um Leder von Hand zu nähen. Sattlermeister Herbert Ritter zeigt, wie es geht und erklärt die Vorteile. Es ist eines der wenigen handwerklichen Sachen, die maschinell nicht gemacht werden können. Handnaht kann man nur von Hand machen. Es gibt noch keinen Roboter, der in der Lage ist, es so zu machen, dass es kostentechnisch in irgendeinem Verhältnis steht. Eine herkömmliche Nähmaschine näht mit zwei Fäden. Dabei wird der Oberfaden im Spulengehäuse mit dem Unterfaden überkreuzt und wieder nach oben herausgezogen. So entsteht eine Naht, bei der der Oberfaden stets an der Oberseite, der Unterfaden an der Unterseite bleibt. Anders bei der Sattlernaht. Hier wird der Faden komplett von der Oberseite zur Unterseite durchgezogen und anschließend mit dem zweiten Faden verschlungen bzw. verknotet. So entsteht eine Naht, bei der die Fäden ständig die Seiten wechseln und sich gegenseitig sichern. Eine Maschinennaht kann leicht gelöst werden, wenn ein Faden durchtrennt wird. Die Fäden kann man anschließend einfach herausziehen. Hingegen hält die Sattlernaht selbst, wenn der Faden an mehreren Stellen durchtrennt wird. Da der Faden gewachst ist, verkleben die Knoten in der Naht zusätzlich. Neben dem Leder benötigen Sie für eine Sattlernaht mindestens zwei Sattlernadeln und einen gewachsten Faden sowie eine Schwertahle und eine Rundahle. Zum Halten des Werkstücks ist ein Nähkloben hilfreich. Vorstecher und Nahtmarkierer sorgen für einen gleichmäßigen Stichabstand. Zum Zuschneiden des Leders und Trennen der Fäden wird noch ein Halbmond oder Cutter benötigt. Beginnen wir mit dem Einfädeln. Im 90-Grad-Winkel, wir legen den Daumen leicht drauf und fahren rüber. Dann entsteht nach einiger Zeit so ein kleiner Flaum und der muss weg. Das heißt, das Endergebnis sind ziemlich am Ende aufgeplüschte Fäden. Dann nehmt ihr ein Wachs, ich lege das nachher hin, das ist in dem Fall Bienenwachs, und zieht es ein paar Mal über die Spitzen. Das ist am Anfang nur über die Spitzen, dass ihr seht, ob die Spitze richtig ist. Dann trennt ihr die Freunde und schaut euch die Spitzen mal an. Und dann müsst ihr sehen, dass die wirklich spitz geworden sind. Dann ziehe ich den Faden hier mehrfach durch den Wachsblock und bekomme einen wunderschönen geschützten Faden. Das, was ich jetzt erkläre, ist nicht kompliziert und trotzdem macht man es leicht falsch, wenn man es sich gerne falsch vorstellt. Ich lege das Öhr an die Spitze, greife um und steche in relativ kurzem Abstand zweimal möglichst mittig durch den Faden. Möglichst mittig heißt, dass hier unten mindestens ein Faden liegen sollte, ein ganzer. Besser ist, wenn es eineinhalb sind. Dann schiebe ich das hoch, fädelt ihr das oben in das Öhr ein, schiebt das schön hoch, dann sieht das so aus. Mhm. Könnt ihr das gut sehen? Mhm. Dann schiebt ihr das ganz leicht ganz rauf, um das anzuziehen. Dann ist die oberste Schlaufe weg. Mhm. Und dann nehmt ihr die Nadel und den Faden und zieht den oben drüber. Und jetzt kann sie es nicht mehr auswählen. Das gleiche machen wir auch am anderen Fadenende, sodass der Faden an jedem Ende eine aufgefädelte Nadel hat. Das bezeichnet man als die Stichlänge. Und die heißt dann 5er, 6er, 7er, 8er, 9er, 10er bis 14er hoch. Und bedeutet folgendes. Das ist der Abstand der Stiche zueinander. Jetzt kann man sagen, ein Neuner, was ist das? Und es wird das Maß genommen von einem Inch. Ein Neuner Größe sind 9 Stiche auf ein Inch. Das geht bis zu einem 14er Stich hoch, ja, der mit ultrafeinem Material genäht wird. Ihr stecht mit der Ahle im 90-Grad-Winkel zu dieser Oberfläche. Und die Schneidahlen, ihr seht, die Klinge ist breit, das ist eine Klinge, die heißt nicht umsonst Schneidahle. Diese wird im 45-Grad-Winkel zu diesem Strich gestochen. Das ist eine Neukonstruktion von Diktum.
Da drin ist normalerweise ein Fuß und damit kann ich die Dinger Höhen verstellen. Ja? Und wenn ich jetzt hier sitze, hat das die eigentlich richtige Haltung. Ja? Ich sitze völlig gerade. Ich setze die alle an und steche durch. Ich vernähe es nicht, ich zeige das hinterher, wie vernäht. Also ich vernähe drei Stiche von mir weg und dann mache ich eine normale Naht. Aber ich mache jetzt erstmal die normale Naht. Ich steche ein, nehme den Faden, lege ihn von hinten auf die Klinge, entweder oben drauf oder unten dran. Aber ich lege sie so drauf, dass ich eine Verlängerung zu der Klinge habe. Das heißt, wenn ich das jetzt rausziehe, weiß ich, ich bin entweder drüber oder drunter von dem Loch. Und das heißt, ich brauche das Loch nicht suchen. Damit verkratze ich auch keine Unterseite. Dann suche ich mir die Mitte. Und dann geht die eigentliche Naht los. Ich steche ein. Mache eine ganz kleine Bewegung, um es die Nadel, die Aale leichter rauszuziehen. Dann lege ich das da drauf. Ziehe die raus, fädel es durch und zwar nur bis zur Hälfte. Dann wechsle ich die Aale mit der Nadel. Ich habe sie jetzt einfach vorfallen lassen. Dann komme ich von vorne und bilde ein Kreuz. Ziehe es durch, spanne die Fäden nach hinten weg, weil jetzt schiebe ich die andere Nadel durch. Und die spanne ich weg, dass ich nicht durch den Faden steche und lege den Faden über. Und ziehe das jetzt, ziehe das jetzt leicht schräg an. Und wenn ich das hier in die Richtung ziehe und in die Richtung ziehe, rutschen die Fäden in diesem 45 Grad Winkel in diesen Spalt. Also, ich steche rein, bringe die Nadel durch, bilde ein Kreuz, spanne sie aus dem Weg, steche durch, lege den Faden über und ziehe an. Ich steche rein, lockern, durch, ein Kreuz, raus, spannen, zurück, oben drüber. Rein, durch, spannen, überlegen. Weshalb muss man es überlegen? Damit der Knoten entsteht. Das ist der Knoten, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das nächste, woran man sich noch gewöhnen muss, ist dieses Arbeiten auf kleinem Raum. Ich steche es durch, ich habe das so und hole es her, die Nadel. Bilde das Kreuz und habe es so in der Hand. Bis man das so sauber hinkriegt, dauert es eine ganze Ecke. Das Wegspannen ist auch nicht so easy. Es ist mehr eine Übung. Betrachtet es jetzt einfach wie eine neue Sportart. Also ihr sagt, wenn ich es genau so mache, dann wird es funktionieren. Jetzt bin ich fiktiv am Ende einer Naht. Und jetzt wechsle ich die Aalen. Ich nehme die Schneidaale weg und nehme eine Rundaale. Und jetzt nähe ich, und das ist das einzige Mal, ist das Vernähen, wo ich von mir wegnähe. Du nähst sonst immer zu dir. Du nähst immer zu dir her. Dann stichst du ein. Wieder ins Loch. Und du nimmst deshalb die Runde, weil die Schneidaale nämlich den Faden jetzt zerschneiden würde. Ja, und da kannst du auch mal richtig drehen. Dann kommt es wieder durch. Du machst genau das Gleiche. Und hier sollte man dann schauen, dass man entweder die Fäden nebeneinander legt. Ich mache das jetzt zweimal mit nebeneinander. Also man vernäht in der Regel dreimal. Ach, du gehst in der Naht jetzt zurück. Genau, ich gehe in der Naht zurück. Das ist wie vernähen in der Nähmaschine. So, hier haben wir jetzt zweimal zurück und hier liegen die Fäden nebeneinander. Das kann man an jedem Geschirr, an jeder Sattlerei sehen. Da liegen die in der Regel nebeneinander oder leicht schräg. Wenn ich vernähe, weiß ich, wann meine letzten drei Stiche kommen. Die letzten drei ziehe ich vor dem Vernähen wesentlich stärker an als normal und lege beim Vernähen, beim Zurücknähen dann die Naht obendrauf. Dass das fast aussieht wie eine. Genau. Aha. Und dann sieht man nicht, dass man vernäht hat. Den letzten Stich dann, in der Regel ist das dann der dritte,
Dann steche ich durch und ziehe das nach hinten raus. Dann werden die hinten abgeschnitten. Nicht verknotet. Nicht verknotet, abgeschnitten, ein bisschen Kleber und reingestopft. Ich steche rein, lege die Nadel drauf, bilde von vorne das Kreuz, spanne das weg und lege den einfach mal nicht über. Ich steche wieder ein. Und lege ihn noch einmal nicht über. Und um den Unterschied stärker zu zeigen, lege ich hier nur wieder über. Und das mache ich noch einmal. Dann ist dieses Anderslegen isoliert. Und dann ist auch immer die Frage, woher kommt es? Das sieht man sofort. Die haben den verloren. Die liegen diagonal, die werden plötzlich gerade. Ich habe keinen Knoten gemacht, aber vielleicht möchte ich die gerade aus ästhetischen Gründen haben. Ja? Stabiler wird zwar die verknotet, genau, aber die verknotet. Aber das ist, wenn ihr näht und ihr habt dann plötzlich so einen Hacker drin, dann ist die, erübrigt sich die Diskussion. Ich steche ein, lockere die Nadel und habe mich irgendwie geirrt. Ich lege die Nadel nicht von der Seite, sondern ich lege sie von der Seite drauf. Leg den Faden über. Und jetzt rutscht das Ding ganz woanders hin. Ich steche es ein, ich locker das. Ich führe ihn wieder von vorne dran. Und dann habe ich dieses Bild. Und da übrigt sich jede Diskussion, was habe ich gemacht. Das ist nämlich ein Fehler, den ich jederzeit vorsätzlich reproduzieren kann. Ich steche rein, lege es drauf. Provoziere den Fehler. Und wenn ich jetzt anziehe, seht ihr, dass dieser Faden unter diesem liegt. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich, okay, das geht jetzt in die Hose. Und bevor ich jetzt anziehe, nehme ich einfach die Nadel und stecke sie hinter dem Faden wieder durch. Und schon stimmt das wieder. Ich steche nochmal ein. Bewegen. Durch, ich bilde das Kreuz, ziehe es durch, spanne den Faden weg, dass ich nicht durchsteche und dann ziehe ich immer noch ein Stückchen an. Wenn ich es nämlich als versehen durchstochen habe, kann ich es nicht anziehen. Ja, ich ziehe ein Stückchen an und weiß ich, okay, wenn es läuft, dann ist er frei, dann lege ich den Faden über und ziehe an. Hier noch einmal die Sattlernaht in der praktischen Anwendung. Beim Einnähen einer Gürtelschließe. Die ersten drei Löcher hat der Sattler bereits mit der Schwertahle vorgestochen. Er näht jetzt mit der Rundahle. Ja, das ist so schade, ne? Nun überkreuzt er die Fäden auf der Außenkante. Eine rustikale Variante, durch die das Leder am Umbug gut zusammengezogen wird. Nach dem Vernähen der ersten drei Stiche wechselt Herbert Ritter die Ahlen und sticht nun wieder mit der Schwertahle ein.
Am Ende der Strecke wird wieder auf die Rundale gewechselt, um diesmal nur zwei Stiche zu vernähen. Bei diesem Gürtel wird der Faden auf der Rückseite zur nächsten Naht überführt, um hier die Sattlernaht fortzusetzen. Fertig. Eine gelungene Sattlernaht ist sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite gleichmäßig und schön anzusehen.